Ich frage mich, warum das nicht mehr Spiele machen, diese Tagebuchnummer. Das ist ja auch bei Uncharted sowas, was es, finde ich, so unfassbar sympathisch macht. Alles einfach. Stimmt, Red Dead hat es auch, ja. Ah, die guten Spiele haben es. Ja, sieht schon nice aus. Das ganze Spiel sieht so unfassbar gut aus. Ah, können wir in dieses Museum reingehen? Und das Gute ist, ich weiß, dass beide nicht sterben. Weil es ein Flashback ist. Ist das nicht schön, wie wir uns jetzt hier zurücklehnen können und wissen... Beide werden nicht sterben, zumindest nicht zu diesem Punkt der Story. Oh, was ist das? Ein Buch? Ein Dinosaurierbuch. Okay. Schon gut. Ich denke schon wieder an Loot. Peter, warum geht's jetzt hier gerade nicht? Genieß das. Wow, hat der aber Krallen. Das ist ein Velociraptor. Eigentlich ist es ein Deinonychus. Das sind ganz bestimmt Velociraptoren. Ja, zumindest hießen die so in diesen Filmen damals. Hm. Oh mein Gott, wie cool. Willst du mal? Will ich nicht. Dein Pech. Archol, der wird ja ausstehen. Aber Ellie auch. Ja genau, spring mal zur Seite. Spring jetzt hier über den Counter. Weil wir können. Tut mir leid, die Dinosaurier sind beschäftigt. Was machst du da? Oh, Moment. Ein Dinosaurier ist hier. Joel ist für dich. Sehr witzig. Es ist auch witzig. Kapiert? Du bist alt. Oh, schon klar. Okay. Und Dean Hall ist auch am Start. Joel, geh mal auf Seite da, du stehst mir im Weg. Der Compsognathus. Ach, das sind die kleinen Dinger, die waren auch übel. Bei Jurassic Park 2, glaube ich. Kann ich hier tun? Kann ich hier was tun? Nee. Ach, da konnte man die Münzen pressen. Winziger Kopf. Als ob du den Hut jetzt wieder abgibst. Das ist ein Hut auf einem Saurier. Das ist ein Hutosaurier. Wo ist das Fliegeding? Ich habe noch kein Fliegeding gesehen. Doch, da oben ist Fliegedinger, da oben sind Fliegedinger. Die Fliegedinger, die heißen offiziell so. Wow, das Hirn von dem hier war so groß wie eine Walnuss. Das gibt's ja nicht. Da habt ihr beide ja etwas gemeinsam. Nicht schlecht. Komm, der war wirklich nicht schlecht. Die Ceratops. Triceratops heißt Dreihorngesicht.
Mit dem Horn solltest du dich lieber nicht anlegen. Yep. Brachiosaurus. Triceratops. Wenigstens einer, den ich kenne. Brachiosaurus frisst täglich knapp 300 Kilo Pflanzen. Muss der gepupst haben? Da war diese Szene, wo einer der Männer sagte, was für ein Scheißhaufen. Wie heißt der Film und wann können wir ihn ansehen? Ich sag dir was, wenn wir wieder in Jackson sind. Filmabend. Wie sie den Namen nicht droppen. Gallimimus bedeutet Hühnernachahmer. Wer denkt sich das aus? Wissenschaftler. Tja, die sind echt doof. Ja. Diese Ärzte. Das Dimetrodon war ein Spitzenprädator. Was ist ein Spitzenprädator? Der allerkrasseste Prädator. Dafür ist er aber klein. Warte, meinst du etwa mich? Kann ich dem auch einen Hut aufsetzen? Geil. Ist das jetzt ein neuer Trend? Bitte, lass es keinen Trend sein. Sieht doch cool aus. Dann zieh ihn halt wieder ab. So, ich will wissen, ich will Sachen über die Fliegedinger lernen. Die da oben hängen. Das ist ein bisschen bitter hier gerade. Aber wir gehen mal hier rum. Oh, was gibt's denn da? Sammelkarte. The Nighthawk. Oh, cool. Was hast du da? 8080. Diese Superheldenkarten waren wohl beliebt. Ich glaube, Sarah mochte die eine Zeit lang. Oder waren es diese kleinen Viecher? Tamagotchi? Vergessen. Oder Pokémon? Vielleicht meint er auch Pokémon. Ellie ist cool. Joel, was guckst du hier eigentlich ins Frauenklo rein? Velociraptor. Joe, ah. Das ist der, von dem du erzählt hast. Der Velociraptor. Ist der klein? Filmen kann man wohl auch nicht alles glauben. Guck mal, wie dick sein Schädel ist. Sieht irgendwie aus wie Tommy. Das werde ich ihm erzählen. Bitte nicht. Im richtigen Licht betrachtet, Peng, Tommy. Wir sind Naughty Dog, wir bauen mal eben so ein ganzes Museum hier rein, damit ihr nochmal schön an die Zeit zurückdenken könnt und euer Herz wow, der sieht wie ein Vogel gefüllt aus. Mit. In der Tat glaubten Paläontologen, dass Vögel von den Dinosauriern abstammten. Tja, Verzeihung, Herr Professor. Ich weiß auch das ein oder andere. Aus Filmen. Geh weiter. Ich
Wenn's dir gefällt. Tut es. Gefällt mir voll gut. Come on. Ich kann die Kamera tatsächlich irgendwie nicht so positionieren, wie ich es gern hätte. Ja, der andere Dino ist im Weg und ich kann nicht mit der Kamera leider hinter Objekte, die dann Ellie verdecken würden. Das funktioniert leider nicht. Das ist ein bisschen traurig. Hey, Joel. Ellie? Und wie, du nimmst ihn ab. Mein Geburtstag, meine Regeln. Also wir könnten halt theoretisch... Nein, bleib stehen, Joel. Wie Ellie da guckt, so. Oh shit, jetzt habe ich das Foto nicht geschossen. Wie schieße ich denn ein Foto? Wie mache ich denn das Foto? Ach, Share-Knopf. Okay. Ach komm, wir machen einen Screenshot. Aber dafür muss ich das Menü dann ausblenden, ne? So. Screenshot. Screenshot gespeichert. Nice. Ich werde es immer in meinen Erinnerungen behalten. Dieser Moment, wo wir Joel den Hut gegeben haben. Ja. Ja, Sarah. Dankeschön, Chat. Das Mädchen hat mich in jedes verdammte Museum von Texas geschleift. Oh, wir werden nichts über die Fliegedinger lernen. Ich sehe schon kommen, Chat. Sieht aus wie eine Giraffe. Ja, da hast du recht. Wirklich reizend. Sag ich doch. Da ist noch ein Hut unten, wurde mir gesagt. Joel, ich komme sofort wieder. Da ist tatsächlich noch ein Hut. Shit, wir hätten beide den Hut aufhaben können. Aber jetzt hat Joel seinen Hut schon dem Dino gegeben. Joel, du brauchst den Hut wieder. Ich meine, das sieht auch ziemlich cool aus so. Uhr ist jetzt gerade. Das wird leider schon gespeichert gewesen sein, aber wir probieren es mal. Der Hut ist nicht drauf. Aber wo ist Joels Hut? Warst du oft in Museen? Ja. Ja, Sarah liebte Museen. Das Mädchen hat mich in jedes verdammte Museum von Texas geschleift.
Joel, nimm den Hut. Joel. Joel, nimm den Hut. Ich kann den Hut nicht nehmen. Ich kann ihn nicht nehmen, Chat. Ich habe eine Idee, Chat. Gib mir kurz. Winziger Kopf. Joe, guck. Das ist ein Hut auf einem Saurier. Das ist ein Hutosaurier. Das wird nicht gespeichert, die Konversation? Joel, komm mal mit. Joel, bist du da? Ja, komm mal her. Okay, was hat getriggert, dass du den Hut aufgesetzt hast? War das die Konversation? Ist das jetzt ein neuer Trend? Bitte lass es keinen Trend sein. Wir sind jetzt 10 Stunden Live-Chat. Stimmt. Hey, Joel. Ellie? Und wie, du nimmst ihn ab. Mein Geburtstag, meine Regeln. Oh yeah, Chat. Oh yeah. Und sofort werden wir beide einen Hut aufhaben. Wenn's dir gefällt. Gefällt mir voll gut. Ja, wir haben beide einen Hut auf. Chat, wir haben beide einen Hut auf. Partnerlook. Wir machen jetzt sofort ein Foto, finde ich gut. Vor dem da. Warte. Joel. Komm her. Komm bei Fuß. Komm bei Fuß. Jetzt. Guck mal woanders hin. Nicht so. Komm mal hier hin. Das ist gar nicht so schlecht. Knappe Nummer, Leute, aber wir haben es noch. Das zählt noch. Das zählt. Wie es einfach so macht. Wie es einfach tut. Joel. What the fuck? Joel spielt halt eiskalt mit uns und sagt halt auch gar nichts dazu. Einfach so. Okay, fuck you, Ellie. Scheiß auf deinen dreckigen Hut, ey. Aber das Bild ist, glaube ich, ganz cool geworden. Da kommst du durch, ja. Hast du das etwa gewusst? Ach, es gefällt dir nicht.
Wir können auch wieder gehen. Oh. Sei bloß still. Hey, Joel, kannst du alle Planeten aufzählen? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Hallo? Alles klar bei dir? Nein, Merkur, Vater, Venus, erklärt, Erde. Oh, okay, verstehe. Das ist echt cool. Weiter. Das waren noch nicht alle. Aber da taucht Pluto auch nicht auf. Was war denn dann Planeten bei deinem geilen Spruch? Das ist halt so geil, so ein begehbares Museum halt so. Hey Joel, rate mal, welches dir als erstes im Weltraum war. Ich brauche nicht zu raten, es war ein Affe. Nein, Fruchtfliegen. Ja, 1947. Um die Strahleneinwirkung in großer Höhe zu testen. Sie haben's überlebt. Alle Achtung, du bist echt schlau. Danke. Sind sie zu Superfliegen mutiert? Jetzt weiß ich die Antwort nicht. Da hat sich meine Elgato kurz gedacht. Elgato müde, Elgato schlafen. Und dann habe ich gesagt, Elgato, wach mal wieder auf. Wow. Erzähl noch was Interessantes. Astronauten sagen, der Mond riecht wie Schießpulver. Das ist interessant. Aber warte, wir haben Sie haben die Mondproben natürlich reingeholt. Und ich schätze später dran gerochen. Ergibt Sinn. Erzähl noch was Interessantes, Ellie. Okay, was jetzt? Voll die Fun Facts hier gerade. Sag du es mir. Frag mich. Ich weiß nicht. Wer war der erste Mensch im Weltraum? Ah, leicht. Juri Gagarin. Gagarin? Ist das... Gagarin, oder? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Hab's nur gelesen. Jedenfalls flog er am 12. April 1961 ins Weltall. Ich bin beeindruckt. Wie viele Bücher hast du darüber gelesen? Komm schon, Joel. Ist das nicht unfassbar? So eine komische Antwort. Erklär mir, was dir daran so gefällt. Weiß nicht. Die Leute deiner Zeit, sie hatten es leicht. Kann man so sagen. Relativ betrachtet schon. Ich meine, sie mussten nicht in den Weltraum, flogen aber trotzdem. Das ist tollkühn. Tollkühn. Okay, Kleine. Hab's kapiert. Hey, wusstest du, dass die Hitzeschilde von Raumfähren aus Sand sind? Nein. Ich dachte, sie wären aus dickem Gummi. Nee, Sand. Gern geschehen. Noch was? Klar. Astronauten trinken ihre eigene Pisse. Gefiltert. Aber trotzdem. Man tut, was man tun muss, schätze ich. Naja, ich schätze, das muss man nicht unbedingt wissen. Schon nice. Ah, one day. Der Rover.
Hammer. Wo ist das Lenkrad? Mondfahrzeuge haben keins. Sie haben Joysticks. Ha. Moment. Ist das der echte? Da die echten auf dem Mond geblieben sind, eher nicht. Ellie droppt halt Knowledge. Die Mir. ISS. Geil. Es ist krass, es ist ein Dinosaurier unten. What the fuck? What the fuck? Und ich, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war jetzt richtig hart disrespektig. Oh Mann, ey. Ach so, wir brauchen Platz. So cool. Wie riecht's da drin? Nach Weltall. Und Staub. Also Schießpulver. Wow. Nach dir. Vorsicht. Wow. Was zum Teufel? Wie awesome ist das bitte? Ich liebe dieses Spiel. Kannst du dir das vorstellen? Happy Birthday, Kleine. Was ist das? Das ist etwas, das richtig schwer zu finden war. Hier. Die Augen. Du wirst es mögen. Okay. Okay. Willst du mich verarschen? Gern geschehen. Na, was meinst du?
uns noch ein bisschen um. Ja, okay. Ja. Aus irgendeinem Grund hat mich da den Moment gerade voll erwischt. Hey. Willkommen auf der Erde. Ziemlich stark.